Das ist jetzt die große Frage. Eins. Nee, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Mach ich das noch ein bisschen länger, das ist ja nämlich so wilder. Genau. So. Die Hühnchen werden jetzt natürlich ein bisschen in die Richtung getrieben. Aber. Mache ich jetzt einfach nur drei Bahnen Wasser und dann. Dann mache ich hier drei Trichter hin und dann. Ist natürlich eine total beschissene Variante, aber gut. Das Problem ist, wenn ich da Schilder drunter mache, dass das Wasser auf der Höhe bleibt. Fallen die Hühnchen doch durch. Oder nicht? Huch, ich bin wieder draußen. Das wollte ich nicht. Und dann sollten alle Eier, die gedroppt werden, automatisch in die Trichter rein. Gehen. Das klappt so nicht. Wie ich mir das denke, weil die alle hier am Rand hocken. Okay, das geht so nicht. Ne, die Hühnchen fallen ja eigentlich nicht durch, weil die ja versuchen, nach oben zu hopsen. Theoretisch. Also sollte gehen, wenn ich... Warte mal. Schilder. So. Und hier brauche ich jetzt eigentlich nur Moment. Ich müsste jetzt natürlich einfach hier zwei hoch was machen, dass die alle im Wasser sind. Aber ja gut, das kriegt man hin. Mal kurz hier rüber gehen. So. Hier unten sollte jetzt eigentlich kein Wasser sein. Das wird es natürlich erst zeigen. Oder ich muss Treppen hinmachen. Also eine Leiter. Ja, das haut hin. Alles klar. Okay. Das geht also so, wie ich mir das dachte. Die hocken sogar schon alle drinnen. Dann müsste ich unten das halt bloß abfließen lassen. In eine Richtung.
sodass ich alle Eier einsammeln. Geht. Okay, Moment. Moment. Ich muss das ein bisschen schnell umbauen, eigentlich. Das ist eigentlich kein Problem. Okay. Und dann machen wir hier einen Chunkloader hin. Dann sollte ja eigentlich dorthin kommen. Sollte. Ah, shit. Das geht in der Version nicht. Doch, das geht. Okay. Also, das geht da. So. Okay. Dann sammeln wir hier alles ein. Einmal raus, bitte. Alle Eier, die jetzt droppen, müssen hier durchfallen. Hab ich denn nicht viele? Ich muss mal eben. Sollte reichen. Ich habe eigentlich eine coole Idee, damit das eigentlich ganz cool aussieht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier umsetzen kann. Aber ich denke schon. Ja, das müsste dann eigentlich passen. Wir müssen ganz kurz, ich muss ganz kurz noch gucken, ob das jetzt. Zack. Die sollen ja halt alle im Wasser sein auch. Damit auch wirklich, wenn I dropped. Da ist schon eins. Ah. Wie cool. Okay. Okay, das ist schon mal cool, dass es schon das funktioniert hat gerade. Jetzt können wir einmal Mutantes ins machen schon. Das ist ganz gut. Und wie gesagt, wir refugieren uns natürlich bei den Hühnchen dann dafür. Also die kriegen irgendwann ein wunderschönes Gehege. Nicht so ein barbarisches, das sehe ich selber. Das ist, ich finde das auch nicht so gut. Aber momentan geht es halt gerade nicht anders. Das ist nur provisorisch, ne? Wir bauen dann in der Stadt ein wunderschönes Gehege für die Hühnchen. So. Alles rein provisorisch gerade. Das Hühnchen natürlich automatisch wieder herkommt. Ah, das Hühnchen. Geh mal da rein. Oder unten sehe ich noch eins. Sehr schön. Oh, es funktioniert schon ganz gut. Was? Okay. Da ist ein Hühnchen gestorben. Warum?
Oh. Okay, die Kleinen brauchen vielleicht hier was am Rand. Schlecht. So, hier können wir dann so reingucken. Die Kleinen ertrinken dann wahrscheinlich, okay. Eigentlich sollten die nicht sterben, oder? So. Vielleicht sollte ich hier so kleine Ecken an den Kanten lassen, wo die Krähen sich hinsetzen können. Und die kommen ja eh hier durch, also insofern. Ne, guck mal, die Kleinen schwimmen auch. Nee, die schwimmen auch. Dann weiß ich nicht, warum hier von uns einer gerade gestorben ist. Okay, warte. Genau. So. Es fällt natürlich alles jetzt hier wunderbar durch. Wartet. So. Und da bräuchte ich jetzt natürlich ein bisschen Wasser, was das in die Richtung spült. Das ist aber eigentlich kein Problem. Ich habe schon zwei hier. Oh, super. So. Das Baby ist wieder weg, oder? Halten die das nie aus, die Kleinen? Ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gemacht. Sowas habe ich noch nie gebaut. Ja, guck mal doch, die haben sich da unten gerade hingesetzt, hast du gesehen? Ich guck mal. Deren HP aussehen. Nö, ist eigentlich. So. Jetzt müsste ich das ja eigentlich bloß von hier. Und da. Dann noch ein Chunklo dahin, dann müsste es ja eigentlich alles passen. Oh. Cool. Obwohl von der Seite brauchst du es gar nicht, weil das bringt nichts. Okay, so. Na, es zieht jetzt hier vor. Das kann ich zumachen. Ich hatte gerade noch eine andere Idee, aber das bringt ja dann nichts. Und hier müsste jetzt Wasser sein, ne? So, ich nehme die hier.
Jetzt machen wir da wieder irgendwann alles zu einfach. Und hier hätte ich jetzt gerne die Kiste. So. Nee, das geht ja gar nicht. Ha. Doch, das geht. Warte, das geht. Da muss ich aber... aber anders machen. So. Muss ich ein bisschen anders machen. Moment. Das ab hier hin. Ich brauche jetzt 3 Trichter. Und dann sollte das eigentlich gehen. Oh, hier ist noch ein Ei. Moment. Genau. Einmal so. 3 Stück. Au. Einmal so. So, jetzt wird das alles entlang getragen. Hey, 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 hey. So, nein. So, jetzt wird das alles mit dem Trichter und dem Trichter und alles weitergetragen. Müsste eigentlich funktionieren, dass dann alles. Wir können das ja mal testen. Ich muss das einfach hier oben reinschmeißen. Guck mal, da kommt ein Ei. Flup. Haha, es funktioniert. Okay, sehr schön. Das funktioniert. Ich hau noch mal was rein, um es genau zu testen. So, ihr habt jetzt alle ganz viele Eier gelegt. Ah, jetzt müsste das alles hier... Sehr schön. Perfekt, genau so soll es sein. Für den Anfang... Das denke ich ganz okay. Ein bisschen barbarisch, aber okay. Ja, die Kleinen sterben dann anscheinend. Das heißt, ich müsste was machen, um die Großen hier reinzubekommen. Ja, am besten wäre natürlich jetzt wirklich mit so einem Safari-Netz oder sowas. Wir haben 6 Stück. 7. Ich mach mal. Ich hatte bestimmt hier noch irgendwo. Hier. Oh, 6 Stück schon. Warte mal. Hühner. 7. Dass man das ein bisschen merken können, wie viel jetzt drin waren. Müsste eigentlich passen. Ich habe schon 6 jetzt bekommen. Sehr schön. Achso, genau. Ich sehe überall Hühnchen liegen jetzt hier irgendwo nach Eier rum vielleicht. Wo ist den Chunkle, oder? So. Nee. Nein. Wo ist denn der alte Bauer? Ich hab da irgendwo den alten. Nee, ist die Bank Steve? Da war hier unten, ne? Hier. Dass man den auch nicht killen kann aus Versehen. Bewegung. Stehend, wandernd, stehend. Körper manuell. Welche Richtung ist 0,0? Ach, passt perfekt. So, und erweiterte Rolle, Händler, wo war denn das? Keine Rolle.
Schranke, oder? So, perfekt. 7 Hühner. Läuft. Oh. Oh, es ist jetzt da unten drin. Dafür kann ich nichts. So, jetzt können wir hier hochgehen. Und endlich die Musik nervt. Moment. So. Und uns jetzt Mutantis herstellen. Jedenfalls ein bisschen was. Ach nee, ich brauche ja auch noch. Ja, ich brauche Rauen. Die werden nie gewachsen sein, nehme ich an. Müssen wir mal gucken. Hi. Ups. Ich glaube, die Rauen sind noch nicht gewachsen. Habe ich denn noch Knochenmehl? Dass ich es einfach schnell wachsen lassen könnte? Muss ich mal gucken. Ob ich noch Knochenmehl habe? Könnte sein, dass ich noch Knochenmehl habe.